So, da haben wir jetzt den Skatepark von Stadion in Salzburg. Und eigentlich gut, dass da nie einer ist und skaten tut. Aber schaut mal, wenn da das Skateboard runterrauscht, direkt zum Auto hin oder die Fußgänger, die da unten sind. Da gibt es keinen Schutzzaun bei dem Skatepark, schon seit ewigen Jahren nie installiert worden. Und naja, so denke ich mir halt, Sicherheit geht vor, gell? Aber nicht in jedermanns Ohr. Also da überall kann das Skateboard runterrauschen, die ganze Strecke entlang, um jetzt kurz fahren. Gehen wir jetzt mal vom schlimmsten Fall aus. Ein Skateboard fällt mitsamt den Skater von dort oben runter. Der Skater bricht sich dabei bei der steilen und steinigen Mauer das Genick, ist tot oder für sein Leben lang querschnittsgelähmt. Der Radfahrer unten hat eventuell noch Glück und das Skateboard fliegt über seinen Kopf hinweg, aber trifft neben auf der Straße ein, sagen wir mal, ein Elektroauto. Die Autobatterie schlägt leck, weil das Auto irgendwo dagegen fährt und explodiert. Ja, glaubt es mir, denn die Feuerwehr warnt schon lange vor extrem vielen solchen Fällen, wo diese Autos sogar ohne Unfall zum Brennen anfangen. Das kann man dann nur noch mit einem Kipplaster voll Sand löschen. Kein Wasser, kein Schaum, nichts hilft da mehr. Aber zurück zu dem Skaterunfallbeispiel. Das Elektroauto also fährt leck an der Batterie und explodiert. Nicht nur der Autofahrer verbrennt elendiglich, auch die Radfahrer, der zu Anfangs vermeintlich in Glück sich warte, dann auch noch mitverbrennt. Noch eher, wenn er selbst ein Elektrofahrrad hat. Was kann uns in dieser Gefahrenzone noch so passieren? Fahren wir dazu mal ein Stück weiter vor mit unseren einzig und alleinigen, umweltfreundlichen Tretpedalfahrrad. Und ganz schön steil geht es da runter, also habe ich eine Bremse machen müssen, wie es mit dir ist. Adrian!